gut. So. Dann noch dein Hinterbeinchen eben. Oh, wir müssen eigentlich unseren neuen Sattel auch mal gleich angucken. Stimmt ja. Mein Sonnenschein. So, dann müssen wir sowieso ja noch auch noch sowieso gleich noch mal die Mine und so machen. Und dann können wir noch mal gucken, wie viel Prozent jetzt überall ist und so. So. Feld 96. Okay, dann müssen wir halt eben noch mal die Bürste nehmen wir mal kurz mit. Dann nehmen wir das und das und dann nehme ich einmal noch mal dieses hier mit. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? So, und danach müssen wir nochmal unsere Susi auf den Wecker legen. So, danach hier dein Schweib nochmal. So, wie gesagt, danach holen wir nochmal den Schweif Lotion und machen das dann nochmal. So, dann jetzt deine Mine. Ach, vielleicht können wir jetzt auch sowieso dann vielleicht mit dem Minensprüh nochmal machen. Wir müssen ja nicht unbedingt die Schweif Lotion dafür verwenden. Stimmt ja auch. Schweifflotion hinterher. So. Überall 100%. Sehr schön. Rote Früchte. Ja.
Nimmst du heute nichts mehr? Hallo? Susi? Okay, dann nee. Oh, so sieht also jetzt unser Springsattel aus. Toll. Abschützdecke. Halfter. Nimmst du heute wirklich nichts? Naja, okay, dann nicht. Dann halt eben nicht. Hätte ja sein können, dass sie vielleicht das haben möchte. Aber wenn Susi das nicht haben möchte, bitte, man kann sie ja nicht zwingen. Man zwingt ja auch keine Menschen sozusagen, dass sie unbedingt was essen sollen. Also wenigstens finde ich das so. Weil das wäre ganz schön gemein irgendwo. Achso, kann ich auch so mich hindrehen. Ups. So, damit da eben auch die Box wieder schön ist. So wie bei meiner Ratten. Mein Rattenkäfig habe ich heute auch sauber gemacht. So muss halt eben Susis Box auch sein. So, dann das Futterchen. So, heute mal beide Gras. Drei Stück, dann eine Birne und einmal Leinsaat und viermal Wasser. Geht doch. Bist du jetzt vielleicht? So, nimm doch. Ja, okay. Vielleicht sollten wir ihm doch wieder fünfmal Wasser geben, weil irgendwie geht ihre Anzeige hier nicht zurück. Deswegen habe ich jetzt eigentlich eben gedacht, vielleicht möchte sie ja doch wieder was trinken. Achso, genau. Da wollte ich jetzt einmal. Oh nein, nicht immer noch so ein blödes Turnier. Ach du meine Güte. Okay, wir kommen hier rein, springen hier rüber, springen hier rüber. Danach halten wir hier runter. 3, 4, 5, 6. Die 7 ist hier, die 8 ist da und die 9 ist da und die 10 da. Ja, okay. Schauen wir uns am besten mal denn morgen auf den Springplatz an. Würde ich mal jetzt so sagen. Ja. Alter, 12,8 Jahre, Gewicht 558,3 Kilogramm, Betreuung hat es 5, Springen minus, Ausdauer minus, Geschwindigkeit minus, Vertrauensentwicklung minus, besondere Vorkommnis ist keine Belohnung, 70 Credits. Das kommt aber nur, weil sie irgendwie nichts haben wollte. Dafür kann ich ja nichts. Wenn sie nun mal nichts fressen wollte, von meiner Hand nehmen wollte... Ich habe sie ihr schließlich angeboten. So, wir lassen jetzt einfach mal die Hufen rufen sein. Meine Güte, die sind 98%. Also, ich wollte schon sagen, warum ist denn das weg? Aber ist ja irgendwo ganz klar. So, wir nehmen heute mal einfach mal den Springsattel. Wir probieren den heute einfach mal aus. So, Susi. Vor dem Stall. Wir reiten einfach mal dahin. Sind wir wenigstens schon mal in Bewegung? Auf geht's! Ist ja auch nur ganz gut, wenn wir da einfach mal hinreiten. Ach ja, das geht ja gar nicht auf.
Habe ich ja voll vergessen. So. Muss ich mir gleich dran denken beim Turniergelände, dass ich wieder ein bisschen rangehe. Ist ja nur gut so. Wie gesagt, dann halten wir doch da mal hin. Mal schauen, wie das Turniergelände aussieht. Weil beim letzten Mal konnten wir unsere Zeichnungen auch nicht wirklich vertrauen. Heute sind besonders vielversprechende Talente am Start. Ich glaube nicht, dass ich ein Talent bin. Es startet jetzt das Pferd mit der Nummer 5. Ach Mist, ich bin ja falsch rumgeritten. Oh Gott, ey. Oh, super. Also nur weil es irgendwie tierisch kompliziert gerade noch ist. Achso, das war's schon. Nochmal. Sonst war es ja halbwegs nie nochmal schlecht. Ich kam nur irgendwann auf einmal halbwegs ein bisschen durcheinander kurz. Aber wie gesagt, sonst war es ja eigentlich ja noch nicht mal wirklich schlecht. Das Training hat sich echt gelohnt. Ja, aber ich möchte trotzdem nochmal einmal kurz trainieren. Und wenn halt eben das Training sich eigentlich gelohnt hat, aber... Ich möchte es nochmal versuchen. Es startet jetzt das Pferd mit der Nummer 2. Es liegt zwar echt halbwegs irgendwie alles echt tierisch nah beieinander, ne, aber... Bis jetzt sieht das ja echt noch richtig gut aus. Mist. Oh Mann, oh. Nein. So wollte ich es jetzt auch nicht. Doofes Pferd. Nochmal. Nicht schlecht. Turniergelände, nochmal. Erstmal war es besser, fand ich. Also erstmal fand ich es wirklich irgendwie besser. Es startet jetzt das Pferd mit der Nummer 4. Zum Beispiel wie jetzt.